Der SC Paderborn spielt am Samstag beim FSV Mainz 05 und bei mir ist jemand mit einer Mainzer Vergangenheit. Kai, du hast 2014, 2015, glaube ich, ein Jahr beim FSV gespielt. Welche Erinnerungen hast du denn noch daran? Ja, eigentlich recht schöne Erinnerungen, auch wenn ich nicht so viel gespielt habe dort. Hatten wir eine super Mannschaft und habe trotzdem viel dazugelernt, weil es meine erste Profistation war und deswegen eigentlich eine ganz gute. Jetzt ist der Karneval eigentlich vorbei. Von SC Paderborn fängt er jetzt aber erst richtig an. Mainz, Köln, Düsseldorf sind die nächsten drei Spiele gegen die drei Karnevalshochburgen. Wie wichtig sind diese Spiele für euch jetzt, dass dann guten Leistungen auch Punkte folgen? Ja, genauso wichtig wie alle anderen Spiele auch. Natürlich geht es jetzt in eine heiße Phase, wo auch gerade die Spiele jetzt zeigen, in welche Richtung das geht. Deswegen wäre es sehr gut, wenn wir jetzt punkten würden, damit wir den Anschluss halten. Und das wollen wir versuchen. Jetzt wird ja beim SC Paderborn und Bundesliga immer von Märchen und Traum gesprochen. Es gibt, glaube ich, keinen, der das mehr verkörpert als du. Du warst vor fast etwas mehr als einem Jahr noch Viertligaspieler, bist jetzt Bundesligaspieler, spielst auch eigentlich immer die letzten Monate. Was für ein Gefühl ist das, auch wenn es sportlich mit dem letzten Tabellenplatz jetzt nicht ganz so gut läuft? Das ist ein Riesengefühl. Also ich habe da vor einem Jahr absolut noch nicht gedacht, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga spielen darf. Deswegen genieße ich jede Sekunde, versuche jedes Spiel alles rauszuhauen, um mit aller Macht auch in der Liga zu bleiben. Wie groß glaubst du, sind die Chancen, dass der SC Paderborn es am Ende schafft? Ja, also wie ich schon mal gesagt hatte, viele haben vielleicht gesagt, dass wir zum Winter sang- und klanglos abgestiegen sind. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir haben immer noch die Chance auf dem Relegationsplatz oder auch der erste Nicht-Abstiegsplatz ist auch nicht so weit entfernt. Wenn wir jetzt die nächsten Wochen ein paar Punkte holen, dann kann das vielleicht auch wieder ganz anders aussehen. Und ich denke, dass wir noch eine reelle Chance haben, die Liga zu halten. Dankeschön.